Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zu 7 Days to Die. Wir befinden uns in der Alpha 12 und der Kaffee und ich werden das jetzt mies zocken. Und ja, wir haben uns schon mal getroffen und einen Bogen gecraftet und jetzt werden wir anfangen, unsere Base zu bauen. Genau. Genau. So, wir haben jetzt 9 Uhr gerade. Das ist gut. Gehen wir erstmal to church. Und dann sind wir alle weg. Wenn wir die Zombies mal treffen werden. Ja, ist gar nicht so einfach mit dem Bogen am Anfang. Alter. Ich hab grad irgendwie den Kopf nicht. Ich treff auch den Kopf nicht. Ey, was ist denn los hier? Jetzt. Ich hab immer noch nicht getroffen. Ich hab höher geschossen. So. Wow, ich hab ihn getötet. Holy crap. Und er hat nichts gedroppt. Ja. Tausendmal das eine. 1000 Pfeile für nichts verschossen. So, also gehen wir jetzt erstmal in die Church. Checken wir erstmal die Kirche ab, ja? Ja. Na also. Mal machen wir erstmal die Kirche. Bisschen Grabschändung. Alles muss dabei sein. Da kommen schon die ersten zwei. Ich finde es schade, wenn man zoomt, dass dann quasi das Warnkreuz weggeht. Da trifft man dann gar nichts mehr. Wie hilft das dann? Nee, da trifft noch weniger. Nee. Gut, dass wir uns den Bogen und die Pfeile gemacht haben, sonst wäre echt Krise. Ja. Nee. Du schießt ihn andauernd ab, dann zieht er seinen Kopf nach hinten. Dann schießt sich vorbei, Mann. Der ist aber schon. Ja, die haben teilweise echt coole Animationen. Oha, da kommen noch mehr. Viel mehr. Ey, aber irgendwie, du triffst sie schon in den Kopf. Das ist fein nicht. Ja. Was ist denn los? Boah, jetzt aber. Boah, da kommen nochmal 5. Oder sind Headshots nicht mehr das eine? Doch. Direkter Kill. Doch, doch. Wundert mich eigentlich auch, warum wir das gerade hier nicht hinkriegen. Ey. Aber ich hasse die zwei Zombies hier, weil die immer so hoch und runter gehen. Mit dem Kopf. I understand your problem. Sag mal. Vorbei, Mann. So ein richtiger Robin Hood. Ach, Alter. Ja, also. Nur noch ein Zombie. Ah, komm mal. Vielleicht liegt es auch an der Schwierigkeitsstufe. Wenn ich es richtig weiß, habe ich den Server jetzt auf Stufe 5 aufgesetzt. Von 7? 5 von 6. Von 6? Ja. Das ist schon richtig Hardcore-Mode hier. Ja, es war auch teilweise ein bisschen zu langweilig auf 4. Also auf 5 sind schon deutlich mehr Zombies gekommen, als ich das auf meinem anderen Server getestet habe. Wirklich deutlich mehr. Dass die das geändert haben. Was? Ich hab mir das gleich umgebindet, das war das allererste, was ich gemacht habe zu der Alpha 12. Weil es ist echt nervig. Ich verstehe auch nicht warum, weil I ist eigentlich so sinnvoller als Inventory.
Hast du eine Axt? Ja. Oh nein, gefunden. Ich hab hier so ein Schlagding. Get wrecked. Los, los, los. Oh, ich hab ne... Ah, jetzt hab ich ne... Fire Axe. Ich hab nen Bauplan für ne Bullet gefunden. Okay. Es gibt deutlich mehr Baupläne als vorher. Deutlich mehr. Okay. Brauchst du zwar alles. Ich hab ne Hunting Rifle Schematic gefunden. Ich hab ne Shotgun. Also, nicht ne Shotgun, sondern das Rezept von Shotgun. Ja. Wir sind schon durch. Hier war nicht so viel. Ja, die Kirche war nicht so viel. Ja, ich glaube, ja. Die Gräber lohnen sich jetzt auch nicht wirklich für uns, die jetzt aufzumachen fahren, da wir keine Schaufel haben. Wir haben nur Schaufel. Iron Arrowhead, okay. Ja. Ich würde fast sagen, wir ziehen dann ziemlich schnell weiter. Ja, dahin, wo wir uns Base bauen wollen. Hier will ich auf keinen Fall bauen, hier stinkt's mir zu sehr. Wir haben ja das letzte Mal in der ersten Nacht gemerkt, was da gleich los war. Ja, okay. Denk dran, schon mal ein bisschen Steine und so Zeug. Ach ja, stimmt. Sammeln und hier. Blumen und so. Baumwolle, ganz Zeug. Klamotten machen und alles. Ja, ja, machen wir alles. Alles mitnehmen, alles. Nein. Nehmen wir auch schon mal ein bisschen Holz mit. Baumwolle. Wir sind wahre Baumwollpflücker. Wow. Da muss ich auch auf die Bäume, die fallen jetzt um. Wenn du im Weg stehst, töten die dich instant. Geil. Aber die fallen immer in die entgegengesetzte Richtung, also. Von wo du haust, also ja. Ja, genau. Okay. Wäre es war das so RNG-mäßig, wäre das nicht so nice. Ja, das war mein erster Tod in der Alpha 12 dann. Oh, da ist ein Baum, lass ihn mal fällen, bam. Baum fällt auf mich drauf, tot. Bist du andauernd um ihn rumgelaufen oder was? Ja. So. Ich hatte Kettensäge in der Hand. Ah ja, okay. Bin dann halt so um ihn rumgelaufen und ja, dann ist er auf mich drauf gefallen. Bist du abgenommen? Wenn ich mal dran gedacht hab. Ah, hier sind wieder ein paar Zombies. Naja, da unten war die Ketten auch noch. Was ist eigentlich unser Ziel nach? Unser Ziel ist es erstmal in unsere Base zu kommen. Also unser Meilenstein ist erstmal eine Base zu kommen. Genau. Meilensteine setzen. Und die dann versuchen schon mal ein bisschen auszustatten und für die erste Nacht vorbereiten. Dass wir dann nicht gleich wieder kaufen gehen tausendmal. Ich weiß echt nicht, was wir in der Nacht gegen die Fette machen sollen. Ich weiß auch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall den Crossbow oder so. Ja. Oh, scheiße, wir müssen das eine wieder suchen. Wir müssen das Rezept für den Köln. Ja. Das ist ganz wichtig. Vielleicht haben wir einen Klick in diesen Bücherregalen, da wo wir jetzt gleich hingehen. Das sind ja ein paar Häuser, wo ein paar Bücherregale sind. Wow. Da sind immer mehr irgendwie. Vor allem, es geht mir so auf den Sack, dass die Hitze... Oh, da unten ist auch noch einer. Sieht aus, als ob es hier gleich regnen würde. Ich sag mal, Wolle. Nicht scheiße. Sag mal. Gib mal um. Oh, shit. Ich hör einen Bär. Ich auch. Ich habe absolut keinen Bock auf den. Bär würde uns jetzt wahrscheinlich instant killen. Boah, wie viel. Der ist da oben, pass auf. Wo? Wo bist du gerade? Ja, nee, nicht in der Richtung, der ist in der anderen Richtung. Oh ja, auf den Bär hab ich absolut keinen Bock. Sollen wir einfach mal weitergehen, die Zombies hier mal lassen einfach. Zu heavy. Uiuiuiui. Der Kleine, wir müssen weiter darüber.
Das eine, greifen die Zombies eigentlich auch die Bären an oder sind die einfach nur. Ah, okay, also die Zombies greifen alles an. Okay. That's good, that's good. Oh Gott, das sieht so nach Gewitter aus. Ja, ich habe schon gelesen, dass ein bisschen arg viele Bären reingemacht haben jetzt in der Alpha 12. Da ist auch noch einer, oh mein Gott. Ich habe sogar irgendeinen Status-Effekt. Healing. Ah, ich heale jede 60 Sekunden ein HP. Wo ist denn der Bär da unten? Ich habe ihn gerade noch gesehen. Da hinten ist der. Okay, dann bleiben wir ein bisschen da drüben. Da oben ist schon das Gebäude, wo wir hinwollen. Alrighty. Ah ja, stimmt. Unser Base Building, Ladies and Gents. Genau. Das ist genau. Ey, hier ist noch ein Bär irgendwo. Ja. Ich frage mich, womit man die am besten killt. Bestimmt mit einer Pumpe oder so. Ja. Kann man die oder Sniper Rifle oder so irgendwas. Ja, Sniper Rifle, schon da jetzt. Okay, ich nehme die vom Feld. Nein! Nein, wo kommt der denn her? Bist down. Ey, wo ist der denn hergekommen? Ey, so eine Mistmade. So eine Mistmade, ja, ich bin auf Piano gespawnt. Ja, haben wir meine Awareness ist auch schon auf 80 runter. Kann ich irgendwie nicht tracken, aber ich weiß ungefähr, wo er ist. Boah, ey, was für eine Scheiße. Ich hab meinen Bogen und alles verloren. Ah, das Zeug liegt ja noch hier, das. Naja, ich weiß nicht, wo der Rucksack ist. Den kann ich wieder angreifen. Boots? Oh, ich hab Waffenteile gefunden. Well, well, well. Und das ist kein Bock auf euch Zombies. So, warte, wo bist du? Oh, du bist da oben. Hier, so jetzt 1,8 Kilometer muss ich laufen. Okay. Okay, dann nehme ich mal alle Autos und so auf dem Weg mit. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch einen Airdrop oder so. Mal schauen. War ich ja schon wieder so. Ich denke mal, Airdrop kommt erst morgen. Die kommt normalerweise jeden Tag, aber dann vormittags um 9. Okay. Ich denke, der erste wird dann am zweiten Tag erst kommen. Okay, okay. Wo noch immer hin. Magnum Zylinder! Ich finde hier so viele Waffenteile. Unbelievable. Kein Bock auf euch. Absolut kein Bock auf euch. Ich pack auch mal diese Aloe Vera Pflanzen ein. Dann. Ja. Boah, oh nee, ein Hund, Alter. Boah, ich hab so erschreckt, Mann. Ich dachte mir, was für ein Hund. Ich bin ein Hund, ich muss meine Power haben und töte alles. Fuck you. Boot. Fucking piece of shit. Dieser Drecksköter. Fuck. Na toll, ey. Oh, was ist das da hinten? Sieht aus wie eine Ranch oder sowas. Woo, woo. Da hol ich mich. Scheiß Köter, diese Dreckshunde. Diese abgenippelten Dreckshunde einfach nur. Komm schon. Na ho. Ich will irgendwas, womit ich schlagen kann. Das ist auf jeden Fall ein riesiger Berg. Boah, da ist ein Hund.
Oh, fuck you, piece of shit. Ey, da bist du chillig, dir was sammeln. Und dann kommt dieses Köter. Mann, ey, du hast schon probiert. Ja, ob die Zombies jetzt endlich mal alle down. Mann! Hat auch lang genug gedauert. Was ist hier alles? Was für ein Stick? Lol, die Sticks sind jetzt in so Beuteln, wie die. Ja. Okay. Das ist also, es ist so, als ob du 100 Sticks in dem Beutel hast, hast aber nur einen. Ja. Super well done. Die Gun Saves backen auch. Die Gun Saves? Ja. Warum? Die lassen sich nicht öffnen, stehen da dran locked. Passiert nichts auf Funktionstaste. Ja, vielleicht musst du die irgendwie aufmachen. Vielleicht musst du einen Schlüssel finden. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe auch schon gegoogelt danach, aber noch keinen. War nichts Interessantes halt gefunden. Okay. Auch in dem Patch Note steht gar nichts mit Gun Saves drin, also. Vielleicht muss man sie ja kaputt machen, glaube ich aber nicht, das wäre arg. Wir halten extrem viel aus. Who knows? Who knows? Who knows? Irgendwie sieht der Himmel immer so aus, als ob es gleich regnen würde. Mhm. Regnet es jetzt auch in dem Spiel? Ja. Effekte und so. Ja, der Kack ist erstmal draufgekommen. It's so hot right now, so hot. Stickies. Stickies. Stones. Federn brauchen wir. Noch keine Vogelnester gesehen. Ah, da, ich hab sogar Federn. Well, well, well. Erstmal ein Bow. Was machen wir für den Bow? Was war in dem Haus alles so drinne? Nichts Interessantes eigentlich. Well, well, well. Good job.
Geschehnisse. Oh my brother! Und wir laufen. Stickies! Ja, ja. Boah, fuck my life. Ah, natürlich steht hier vorne. Pumpgun und einfach die Strom, ey. Butsch. Ah, das ist schon wohl ein Mutscher. Kein Bock auf euch. Ich will, da krieg ich einen Gunpart oder so und muss 100 von euch töten. Ja, ist aber echt scheiße, dass Headshots einen nicht mehr töten. Das ist richtig dumm eigentlich. Ja, wahrscheinlich nur vom Bogen nicht. Wahrscheinlich ja, macht der normale Pfeil jetzt einfach keinen Damage mehr. Ja, wahrscheinlich braucht man die härteren Pfeile. Ja, ich denke so. What the fuck? Gar keine Lust, wir brauchen erstmal eine Base. Da-da-da-dum. Och, nee, Bär. Sind die Bären eigentlich schnell, wenn die einen verfolgen? Geht. Ah, das ist schon gut. Drecksvieh. Och ne. Nee, das kann nicht wahr sein. Du bist tot. Ey, du chillst, du liest gerade diese schöne Aufschrift von dieser Dose und dann läufst du natürlich in einen Brennzombie rein. Alter. Und jetzt hängt mein Scheißspiel. So ein Scheißspiel, ohne Witz, ey. Geplaced, Alter. Ja, ich finde scheiße. Kacke. Das ist scheiße. Ich laufe jetzt nach Hause. Scheißegal, ob ich jetzt noch 10-mal sterbe. Straight home. Ich werde für nichts und gar nichts stehen. Nein, ich habe gesagt, ich werde gar nichts stehen. Wie hoch ist dein Wellness-Level? 100. 100. Jetzt bei 59.
schon wieder. Ich bin schon wieder viermal gestorben. Richtig cool. Richtig well done. Das sieht aus wie ein Gesicht. Und das ist ja von Held, fröhlicher Baum. Ist das hier so ein Frosch? Oder ein Fuchs. Oder eine Eule. Das war egal. I don't care. Ist es bei dir auch so warm? Ja. Ja, verglühst du auch? Mhm. Well, well, well. Look at this. Ich verglühe auch. So hot. Oh, it's so hot right now. Oh, too many. Boah, ich habe unser Haus gefunden. Jawohl. I'm coming home. Watch out. Blumen mit. Ja, welchen? Eingang ist oben, unten habe ich schon dicht gemacht. Alrighty. Ah, Passwort ist. Kannst du Passwort eingeben? Ja. 1337. Toll. Also, dann holst du jetzt einfach den Codeschloss. Wie dumm! Wie geil, so eine Holztür mit so einem Zeitschloss. Oh mein Gott, das hier. Die haben auch alle Passwort. Boah, Alter, warum? Wir spielen doch alleine. Weiß nicht. In diese normale Kiste hier habe ich dein Stuff aus dem Rucksack. Oh, dann hat sie mir auch gelockt. Das kann ich die nicht aufmachen. Die kann ich aber Passwort eingeben. Nee, kann ich nicht. Irgendwie hat die so komische Effekte. Warte mal. Probier mal jetzt. Ah, jetzt, ja. Du musst wirklich ein Passwort setzen, damit jemand anderes hier aufmachen kann. Weil da war kein Passwort gesetzt. Ah, okay. Ja, yeah, mein Bogen und meine Pfeile. Hey! Hey, Gott! Ja, Mann! Boah, was ist das hier? Das ist doch eine Scheiße hier, es muss alles weg. Ich will dann kaputt machen, ist ja auch weg. Wirklich. Irgendwie habe ich so komische Effekte, irgendwie muss ich meine. Das ist am Spiel. Weg, Alter. Bei Kabinett muss auch weg. Weg den Schuss. Also. So, so, so. Haben wir denn schon irgendwo Storage Boxen? Hast du jetzt alles aus der Box raus? Ja. Lass doch den Shit da drin. Wie Shit? Kannst du sowas sagen? Wir fahren alles raus. Hier irgendwann anders. Ja, yeah. Ich habe auch schon ein Campfire gemacht. Okay. Hier hinten im Eck. Ja, ja. Gucken, ich glaube, der Kleber und das Duct Tape ist für die Minibike Parts, wenn ich richtig weiß. Resource Duct Tape. Ich glaube, irgendwie. Rust Duct Tape. Na, muss man mal gucken. Ich würde sagen, jetzt so langsam hell ist, wir gehen direkt mal weiter zu den anderen Häusern. Ja, ich bin noch ein bisschen ganz so scheiße.